Ist das gut oder kann das weg? Willkommen zu Fuchs und Bär. Ist das gut oder kann das weg? Mit Martina und Björn. In dieser Folge auf dem Prüfstand, wer war's? Oder was will das Viech denn fressen? Aber zunächst die Zahlen. Martina, bitte. Wer war's ist 2007 herausgekommen im Ravensburger Verlag. Der Autor ist Rainer Knizia. Im Ranking hat es eine 6,8 auf BGG, Board Game Geek. Die Schwierigkeit ist 1,45 von 5. Es können zwei. Damit ist die Komplexität gemeint. Ja. Das muss man immer dazu sagen. Es sind 2 bis 4 Spieler können das Spiel spielen. Die Community von BGG sagt, am besten ist es zu dritt oder zu viert. Eine Partie dauert ungefähr 30 bis 45 Minuten und man kann es ab 6 Jahren spielen. Es gibt echt viele Auskopplungen von dem Spiel. Es gibt ein ganz anderes Wer war's, also das Original Wer war's, über das wir reden, spielt in einem Schloss. Das Ganze gibt es auch noch als Löst das Rätsel von Schräghausen. Okay. Dann gibt es das Ganze als kleines Mitbringspiel. Man kennt ja diese kleinen Ravensburger Verpackung, Kosmos hat das auch. Und da ist so ein kleines elektronisches Ding drin? Nee, leider nicht, ne? Sondern das ist dann ein Kartenspiel mit einem Würfel. Dann gab es das doch tatsächlich als Happy Meal. 2015 gab es ein kleines Wer war's Mitbringspiel im Happy Meal. Da gab es mal Brettspiele. 2000 wann? 2015. Da hieß das schon Happy Meal und nicht Jubiläumstüte. Da hieß das schon Happy Meal. Und 2018 ist dann nochmal eine Jubiläumsedition bei Ravensburger rausgekommen, die das elektronische Spiel, über das wir heute hauptsächlich reden, und das Kartenspiel miteinander kombiniert hat. Okay. Also ihr merkt schon allein, es war in der McDonald's Happy Meal-Tüte. Das hat mich echt irritiert. Ich habe danach geguckt, weil... Wie viel hat denn das mit dem Originalspiel zu tun? Also ich kann mir das schwer vorstellen, dass das so vernünftig umgesetzt wird. Aber das ist wie das Mitbringspiel. Ich habe das nämlich gesehen, als ich die ganzen Spiele in meiner Schule, die ich gerade katalogisiere, mir anschaue. Da ist auch Kakalaloop. Kakalaloop? Kakalaloop? Ist das Looping dieses, Louis mit Kaka? Nein, das ist dieses Kakerlaken-Kinderspiel. Das gibt es auch als Mitbring-Happy-Meal-Spiel. All Times Played ist natürlich, es ist ein Kinderspiel. Kinderspiele werden immer nicht so viel gelistet auf BGG. Sind 3.358 in diesem Monat alleine 8-mal. Das kann auch sein, dass das fast alles meine sind. Du hast es 8-mal gespielt in diesem Monat? Ja, wir testen hier ausführlich. Ich habe es ja in der Schule gespielt und wir haben es sogar hier gespielt einmal. Und du trackst das. Im Rank hat es ist es nur auf 2600, also es ist ziemlich weit hinten, aber im Kinderranking, also von den Kinderspielen, ist es auf Platz 17. Das ist hoch. Das ist ganz schön hoch. Es besitzen 1531 Leute und es hat 2008 sowohl den Kinderpreisspiel des Jahres bekommen, als auch den deutschen Spielepreis fürs Kinderspiel, fürs beste Kinderspiel. Aber das erklärt dann auch, warum das dann so hoch immer noch ist in dem Rank. Genau. Ist das denn auch gerechtfertigt? Darüber unterhalten wir uns jetzt, oder? Ach so, okay. Das ist der Sinn dieser Folge. Oder sollen wir einfach direkt sagen, ist gut oder kann weg? Und dann können die ganzen Leute nach 4 Stunden was Besseres machen. Erklär doch erstmal, worum es geht. Also, ein Ring ist geklaut worden im Königreich. Wir sind in einem Schloss und im Schloss ist ein Ring geklaut worden und die ganzen Erwachsenen gehen jetzt raus, um den Ring draußen zu suchen und die Katze, die die ganze Zeit das beobachtet hat, aber keiner der Erwachsenen will auf sie hören, wendet sich jetzt an die Kinder, denn die Kinder sind nur noch im Schloss. Und die Katze sagt, der Ring ist noch im Schloss, der ist von jemandem hier im Schloss geklaut worden. Und wir spielen die Kinder. Wir spielen die Kinder und... Sind wir adelige Kinder? Ich glaube schon. Und wir verdächtigen das Dienstpersonal? Ja. Okay. Und Tiere helfen uns dabei, das zu finden? Genau, denn in jedem Raum in diesem Schloss ist ein Tier. Ist auch sehr witzig, welche Tiere dann wo sind. Und ja. Im Stall ist das Pferd. Ja, in der Kapelle ist die Schlange. Okay. Okay, da wollen wir nichts reindeuten. Und in der Rüstungskammer ist das Wildschwein. Und diese Tiere wollen Sachen essen. Okay. Die wir halt auch in Räumen finden. Und sobald wir das Richtige gefunden haben, können wir das den Tieren zu essen geben und die Tiere geben uns Tipps.
Und dann können wir ausschließen von den Tätern, wer das war. Zum Beispiel sagt dann ein Tier, der Täter hat eher grüne Schuhe an. Oder ja, sowas. Aber wie sagt das Tier das denn? Oh ja. Was ist denn das Coole an dem Spiel? Da ist ein Koffer dabei. Eine Truhe. Schatztruhe. Oh ja, die kann man aufmachen und da ist der Ring drin. Da ist tatsächlich ein kleiner physischer Ring drin für, naja, am Ende des Spiels. Ja. Sonst wird er nicht gebraucht. Er bleibt die ganze Zeit im Spiel und wenn das Spiel zu Ende ist, dann macht man die auf und hat den Ring da drin. Aber es ist eine Truhe, die mit einem spricht. Ja, da sind Knöpfe drauf. Genau, und ich kann, wenn ich in so einem Raum bin, kann ich entweder den Raum durchsuchen, ich kann mit einem Tier sprechen, ich kann dem Tier das geben, was es verlangt, ich kann zaubern. Wenn wir das haben. Ja. Genau, ich kann in einigen Räumen zaubern und ich kann versuchen, die Schlüssel, die Truhen zu öffnen, denn in jedem Raum ist auch noch eine Truhe drin. Ich kann versuchen, die Truhe zu öffnen, wenn ich Schlüssel habe. Außerdem gibt es nach einigen Runden so Ereignisse, würde ich das nennen, ne? Ja, es ist so, wir haben nur 6 Stunden Zeit, dann kommen die Erwachsenen wieder und bis dahin wollen wir den Fall gelöst haben. Das heißt, wir spielen gegen die Zeit. Allerdings nicht in Echtzeit. Das ist richtig gut gemacht, denn als ich das Spiel das erste Mal jetzt wieder in der Schule gespielt habe, waren die Kinder total hektisch, weil sie immer sagten, nein, nein, wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit. Und haben dadurch das Spiel eigentlich gar nicht hinbekommen, weil sie sich nur gedrängt haben, das Spiel zu spielen. Dabei geht es einfach nur darum, wie häufig ich Räume durchsuche oder mit Tieren spreche oder so. Und danach berechnet das Spiel sozusagen die Zeit. Ja, also kann man auch mal 10 Minuten auf Toilette gehen und was essen und dann das Spiel weiterspielen und es wird nicht von der Zeit her weitergelaufen sein. Ja, oder wenn ein Kind langsamer würfelt oder langsamer zieht, muss man das nicht die ganze Zeit anstupsen. Mach, mach, mach. Ja. Ne? Also jeder kann sich die Zeit nehmen, die er braucht. Genau, und da gibt es dann so Hinweise wie der Täter trägt schwarze Schuhe oder der Täter hat kurze Ärmel oder sowas. Aber wer behindert uns denn in dem Ganzen noch? Hast du mich jetzt echt gefragt, wie so ein Kind? Dürfen wir jetzt Kinder eigentlich nur da so rumrennen? Es gibt noch einen Geist. Was hast du denn gedacht? Ich habe keine Ahnung. Ich hab's gerade völlig war so jetzt, dass du mich so gefragt hast. Keine Ahnung, Martina. Sag es mir, wer mich behindert. Genau, also wir haben noch einen Geist. Und sich bewegen, also es ist so, wenn ich am Zug bin, muss ich einen Würfel würfeln. Da sind die Zahlen von 1 bis 4 drauf. Und ich habe 2 Geister da drauf. Wenn ich den Geist würfel, geht der Geist 1 vor. Der geht so eine bestimmte Route. Während die Kinder sich entscheiden können, wenn sie zum Beispiel eine 4 würfeln, ob sie die ganze 4 gehen oder nur 2 Schritte davon und in welche Richtung sie gehen. Wenn der Geist ein Kind fängt, muss das Kind ins Kinderzimmer zurück, denn im Kinderzimmer fühlen wir uns immer sicher als Kinder. Und im Laufe des Spiels macht man dann Türen auf, die dann auch noch Abkürzungen geben können, wo man dann auch noch kreuz und quer laufen kann. Genau. Was hilfreich ist, ja. Oder man kann halt zaubern und manchmal bewegt sich auch der Geist oder man wird irgendwo hin teleportiert und so durch die Ereignisse. Und wenn der Zauberer ankommt nach diesen Stunden und wir haben den Ring nicht wiedergefunden, dann geht das Königreich unter. Und den Tieren ist es offensichtlich egal, ob wir das als Kinder schaffen oder ob die uns für ein bisschen Essen helfen. Weil ich meine, wenn den Tieren, die offensichtlich sprechen können, was daran liegen würde, wer der Herrscher des Schlosses ist, dann würden die das für mehr als ein Essen preisgeben, sondern würden die auch helfen wollen. Die Tiere haben anscheinend kein politisches Interesse an den Machtverhältnissen. Die Machtverhältnisse sind denen anscheinend egal. Aber was ist, wenn der Zauberer vielleicht der Vegetarier und dann kommen die Tiere besser? Und was macht das Wildschwein in der Kammer? Das sind so viele Fragen. Und warum ist die Schlange in der Kapelle? Ja, aber immerhin, die Eule ist im Uhrenturm. Das ist passt ja irgendwie alles. Das ist etwas abstrakt, möchte ich hier mal festhalten. Also damals das erste sprechende Spiel, Legende des Sargor, mit dem ich das hier vergleichen möchte, da drückte man auch drauf und es gab Zufallsereignisse. Da hatte man mindestens so ein Inventory gehabt und es war so quasi Hero Quest mit Elektronik. Aber es war ja auch kein Kinderspiel. Ich meine, das hier ist ab 6, ne? Ja. Also wir reden hier über Kinder ab der ersten Klasse. Ja, gut. Aber dann 3 Jahre später, Legende des Sargor wäre drin gewesen. Ja. Aber wir hatten ja damals nichts, außer elektronische Spiele. Zwerg, du bist dran. Ja, Entschuldigung, was hat das?
Ja, ich schweife ab. Und wir müssen uns ja einfach überlegen, das hat 2008 den Kinderspielpreis bekommen. Das sind 12 Jahre her. Oh, ja. Ne? Und ich meine, das ist ja auch das, was wir in unserem Format, ist das gut oder kann das wegmachen? Wir haben es jetzt für euch nochmal gespielt. Ich mehrmals in der Schule, wirklich mit ganz frischen Kindern. Mit frischen Kindern. Mit frischen Kindern, frische die das noch Kinder. Nie gespielt hatten. Die generell wenig spielen, möchte ja. ich so sagen. Und was war das Erste? Was fanden Sie am tollsten an dem ganzen Spiel? Den Ring? Den Ring. Na, ich muss jetzt die ganze Zeit darauf aufpassen, dass dieser Ring nicht verschwindet und irgendjemand sich den Ring einpackt, weil eigentlich alle Kinder nur diesen Ring anziehen wollen. Den man ja die ganze Zeit in der Kiste hat, den man erst am ja. Ende des Spiels dann hat und dann packt man das Spiel auch wieder weg. Ja. ja. Aber das Spiel hat bei mir in der 4. Klasse, also wir reden hier gerade auch über 10-Jährige, 9- und 10-Jährige, total geflasht. Also die holen gerade nur noch dieses Spiel raus, regen sich darüber auf, weil das ist so ein bisschen das Problem. Die Truhe redet recht leise. Okay, oder die Kinder sind laut und die Umgebung ist laut. Genau, sobald die Umgebung ein bisschen lauter ist und da reicht es nur, wenn 2 Tische weiter ein anderes Spiel gespielt wird, ist es manchmal schon recht schwer zu verstehen. Okay. Bedienung ist aber soweit okay, oder? Bedienung ist total kinderfreundlich. Lautstärkeregler fehlt halt. Ja, ne, also wenn man es lauter drehen könnte, wäre manchmal nicht schlecht, aber man kann sich wenigstens alles wiederholen lassen. Und es sind Batterien drin. Keine Steckdose. Ja, es sind Batterien drin. Das sind die technischen Details, die wir hier klären müssen. Ja. Es ist ein ganz einfaches Spiel, bei dem die Kinder lernen können, wie es ist, kooperativ miteinander zu arbeiten. Stimmt, das ist kooperativ. Wir spielen gemeinsam gegen das Spiel, also eigentlich nicht gegen das Spiel, sondern gegen den bösen Zauberer. Ja. Beziehungsweise wir versuchen den Dieb ja herauszufinden. Und man muss sagen, es ist so leicht gestrickt, dass man das, dass die Kinder das auch alleine spielen können. Das ist immer wichtig, ne? Wenn die einmal begriffen haben, wie das geht, ja. Und die haben da total Spaß dran. Ja, das ist. Na, und wir haben es dann ja mit deinen Kindern nochmal gespielt, ja. die das früher ganz viel gespielt haben. 5. und 6. Klasse. Ja, ich glaube, die haben das nicht so früh. Nee, schon gar nicht so lange her. Gar nicht so lange her. Nee, die haben das auch. Also ganz klar, aber was für Kinder. Ne? Für Erwachsene, spielst du das gern mit? Puh. Es geht. Also, man hat halt schnell alles gesehen, ne? Und man weiß halt, wie es abläuft. Es ist halt nicht nur das. Ich habe den Verdacht, dass es völlig egal ist, welche Truhe ich aufschließe, es ist immer richtig nach einer gewissen Zeit. Das musst du empirisch beweisen. Ja, aber dafür müsste ich das Spiel zu häufig spielen. Ich glaube, dass sie zum Schluss das einfach so gemacht haben, dass die Kinder immer gewinnen. Meinst du? Aber dann hat man schon welche weggelegt, oder? Dann hat man schon welche weggelegt. Also wenn noch 2 übrig sind, dann... Weil inzwischen spielen meine Schüler das in 20 Minuten. Ich habe nicht immer Zeit, genau zu gucken, wie die spielen. Ich glaube, die schließen inzwischen einfach, wenn sie einen Schlüssel haben, die Truhen auf. Und sind dann ganz glücklich. Die durchblicken das noch nicht, sind dann ganz stolz, dass sie sagen, boah, ich habe genau richtig geraten. Hm, okay. Es kann sein, dass da schon 2 Sachen weg sind. Meinst du, das Spiel ist Betrug? Ich weiß es nicht, also um vielleicht die Frustration der Kinder man gewinnt immer. Wegzunehmen. Ich habe auf jeden Fall noch keine Truhe aufgeschlossen, ohne dass ich... Hat man mal die Zeit zu Ende laufen lassen? Wir haben das auch Ja, genau, doch, das hatte ich ja erlebt. Und dann hat man noch eine Chance, ne? Ja. Ah, okay, ja, genau. Also wenn diese Stunden um sind und dann kann man noch trotzdem noch eine Truhe öffnen, wenn man einen Schlüssel hat. Wenn man einen Schlüssel hat. Also man müsste mal die Zeit zu Ende spielen, ohne dass man einen Schlüssel hat. Das geht wahrscheinlich gar nicht, oder? Nee, du kriegst ja immer zwischendrin hilft einem die Fee und dann kriegt man einen Schlüssel. Aber trotzdem, also es hat einfach durch diese sprechende Truhe und dem Ring... einen billigen Ring mit einem roten Stein, hat das einen solchen Aufforderungscharakter für die Kinder, dass sich das schon auf jeden Fall lohnt. Den Langspielreiz sehe ich bei dem Spiel noch nicht so richtig. Ja, okay, für Kinder. Ne? Es ist ja eindeutig, wir besprechen hier wirklich gerade ein Kinderspiel. Also, genau. Gibt es schlimmere Spiele, die man mitspielen können müsste? Und Memory. Die Kinder können Prinzessin das halt Lilifee auch, Memory. Die Kinder können das halt auch alleine spielen. Das ist immer wirklich gut. Ja. Also zumindest ab 6 Jahren dann, denke ich mal, ja, das sollte funktionieren. Ja. Ja. Und insofern ist das gut oder kann das weg für. Und jetzt müssen wir uns ganz hart einschränken. Für mich persönlich natürlich brauche ich nicht, ne? Genau. Also wir brauchen das für uns nicht in der Sammlung. Wir haben es auch nicht in der Sammlung. Menschen mit Kindern
Ich finde es immer noch super, auch wenn es 12 Jahre alt ist. Ja, heißt ja nichts. Schach ist auch recht alt, habe ich gehört. Ja, aber es ist ja schon so, dass einige Spiele ja auch einfach schlecht altern. Schach kann übrigens für mich weg. Wir werden auch keine Folge dazu machen. Ich finde, Wer war's ist gut gealtert und kann man auch heute noch total gut spielen. Und ich kann mir vorstellen, dass man das sehr gut auf Flohmärkten und so weiter bekommt. Vielleicht, aber da muss man immer, weiß man nie, ob die Technik noch funktioniert. Ne? Ja. Ist immer ein Glücksspiel dann. Aber wenn es für 1 Euro ist oder für 5 Euro, weiß ich nicht. Oder halt neu kaufen, wenn es das noch gibt. Warum auch nicht? Ja. Also es ist definitiv kein Fehlkauf, wenn man es neu sich besorgen will. Ja, man kann es neu kaufen. Wir haben jetzt ja 2 neue Spiele erst in der Schule gehabt. Ja, siehst du mal. Dann würde ich sagen, für die Zielgruppe auf jeden Fall ein Keeper, ein auf jeden Fall Halter. Für mich persönlich halt, ja, wenn nicht die Kinder da sind, ne, da kann man mit denen spielen. Und dann... Das Schöne ist, die Kinder können es alleine spielen. Super, ihr habt ja ein Spiel, zack. Gut, also dann bis zum nächsten Mal. Wenn wir uns die Frage stellen, ist das gut oder kann das weg? Tschüss. Tschüss.